Der Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, Julian Nagelsmann, ist noch immer in häuslicher Quarantäne nach einem positiven Corona-Test. Am Dienstag sagte er zur Debatte um die Impfäußerungen des Fußballers Joshua Kimmich: Ich habe meine Meinung gesagt zum Thema Impfen. Ich merke selber, wie ein Symptomverlauf ist, wenn man geimpft ist, und weiß auch aus gewissen Klinikkreisen, wie es andersrum sein kann, wenn man nicht geimpft ist. Es hat alles trotzdem immer so, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass es Meinungen gibt. Davon lebt auch eine Demokratie, dass es eben Meinungen gibt und nicht alles gleich ist und man auch Meinungen akzeptiert, darüber diskutiert. Das heißt nicht, dass jeder der Gleichen sein muss. Weder Spieler, Trainer, wenn es um sportliche Themen geht, wie auch jetzt übergeordnete Themen, auch da darf jeder seine Meinung haben. Laut der deutschen Fußballliga DFL vom Dienstag sind mehr als 90% aller Spieler und Betreuer der beiden höchsten Spielklassen hierzulande mittlerweile gegen Corona geimpft.